Schon während der Monarchie gab es in Fischament das Wasserwerk. Heute ist es mit modernen Anlagen ausgestattet. Wasserqualität und Versorgungssicherheit werden jedenfalls mehr denn je garantiert. Wasser ist eine wichtige Ressource und Basis des Lebens. Auf dem Weg zum Wasserhahn durchläuft das Wasser aber viele unterschiedliche Stationen, von der örtlichen Wasseraufbereitung bis zum Endabnehmer. Wir versorgen ganz Fischament mit Trinkwasser. Das heißt, jeder Haushalt, jede Wohnung bekommt von uns ein Trinkwasser zugestellt. Und wir sorgen dafür, dass das auch tagtäglich passiert. Und falls irgendwelche Fehler auftreten oder Störungen auftreten, sind wir dafür da, dass wir die entschärfen oder wegarbeiten, dass immer alles funktioniert. Um wie viel Wasser kümmert ihr euch da am Tag? Also im Tagesverbrauch im Winter liegen wir zurzeit ungefähr bei 1600 Kubikmeter pro Tag. Im Sommer durch die starke Bewässerung der Gärten und was halt alles dazukommt noch, haben wir ungefähr einen Verbrauch um die 3000 Kubikmeter pro Tag. So viel verbrauchen die Fischamenter? Ja, so viel verbraucht ganz Fischament. Wenn der Strom ausfällt, gibt es dann auch noch Wasser? Jawohl, es gibt dann auch Wasser. Und zwar, wir haben einen Notstromaggregat, ein großes, mit dem wir die komplette Wasserversorgung im Fischament weiter am Stand halten können. Das heißt, komplette Anlage hier, Computer, alle Pumpen, alles, was hier elektrisch ist, können betrieben werden. Und auch drüben bei den Tiefbehältern können wir mit den Hauptpumpen ins Netz fördern. Und somit ist es gewährleistet, dass die Fischamenter Wasser haben. In Österreich wird das Leitungswasser von den Wasserversorgern geprüft und muss der Trinkwasserverordnung entsprechen, die hohe Qualitätsstandards gewährleistet. Leitungswasser ist damit nicht weniger gesund als gekauftes Wasser aus Flaschen. Der Konsum ist aber billiger und schont die Umwelt. Wir haben ein kleines Labor, wo ich die Wasserwerte ermittle, also Nitrit-Chlor-Gehalt wird täglich gemessen, von Montag bis Sonntag. Dann Montag, Dienstag haben wir eine große Messung, also da wird Ammonium, Eisen, Mangan auch noch überprüft, also ob eh nichts drinnen ist ins Wasser, also im Wasser. Ja, dann diverse Eintragungsarbeiten, weil wir haben einen Tagesbericht auch zum Führen, also wir müssen Wetter, Temperatur, Wasserstände von der Donau eintragen. Für die österreichischen Haushalte ist es eine Selbstverständlichkeit, das kühle Nass täglich frisch nach Hause geliefert zu bekommen. Und die wenigsten wissen, dass dieser Komfort erst rund ein Jahrhundert alt ist und eine riesige Infrastruktur dahinter steckt. Laut meines Wissens nach sollte es unter der K&K-Zeit passiert sein, die da das erste Mal Fischament mit einem eigenen Wasser versorgt haben. Aber seither ist es, also heute ist es anders als damals. Ne? Es wurden natürlich in den letzten Jahren immer wieder Umbauarbeiten vorgenommen und am Stand der Dinge gebracht. Es wird ständig von Jahr zu Jahr immer etwas investiert, dass wir immer auf dem neuesten Stand der Technik sind.